Unberührte Natur, verborgene Landstriche, faszinierende Wildnis. Und das mitten in Europa. Willkommen im Balkan-Express auf einer Entdeckungsreise durch 5 junge Staaten in Südosteuropa. Seen aus der Urzeit, unberührte Natur und eine jahrtausendealte Geschichte. Mazedonien, ein kleines Land zwischen gestern und heute. Hier suchen wir nach dem letzten Rubin in Europa. Lernen auf der Alm, wie man Häuser mit Erde verputzt. Und entdecken die historische Vielfalt des Balkans auf einer von 5000 archäologischen Fundstätten. Im Zentrum der Balkanhalbinsel, an der Grenze zu Griechenland und Albanien, liegt Mazedonien. Eine nahezu unentdeckte Region in Europa, voll ursprünglicher Natur. Ein Land, das Heimat vieler Völker war, die ihre Spuren hinterlassen haben. Erstes Ziel unserer Reise, ein uraltes Gewässer, das zum UNESCO-Welterbe erklärt wurde. Der Ochridsee. Vor mehr als 2 Millionen Jahren entstanden und niemals ausgetrocknet, ist er einer der ältesten der Erde. Viele der heutigen Siedlungen stammen ursprünglich aus der Antike, aber auch schon lange vorher siedelten Menschen an diesem besonderen Gewässer. Das saubere Wasser und der Fischreichtum hat sie angelockt. Das wichtigste Zentrum damals, wie heute, die Stadt Ochrid. Der Ochridsee hat keine Zuflüsse. Er wird von Unterwasserquellen gespeist und hat deshalb besonders klares Wasser. Er ist Lebensraum für rund 200 seltene Tier- und Pflanzenarten. Er gehört zu den artenreichsten und ist mit fast 300 Metern auch einer der tiefsten Seen unseres Planeten. Die Fischerei ist eine der Haupteinnahmequellen der Menschen am See. Besonders verbreitet sind endemische Fischarten wie die Ochridforelle und diverse Balkankarpfen. Seit 40 Jahren gehen Petko und Nagy zusammen fischen. Sie wissen genau, wo sie ihre Netze auswerfen müssen. Vor 20, 30 Jahren hat man hier bis zu 300 Tonnen Fisch pro Jahr gefangen. Jetzt ist der Fang kleiner, aber noch vorhanden. Es gibt mehr Fischer. Es wird auch auf der albanischen Seite gefischt. Dort sind 150 bis 200 Kutter unterwegs. Und so wird der Fisch unter den Fischern aufgeteilt. Wir halten uns an die Fangverbote. Wenn es gerade ein Fangverbot gibt, wie jetzt für die Karpfen, werfen wir sie zurück ins Wasser, wenn sie ins Netz gehen. Den lasse ich wieder frei. Für die es ein Verbot gibt, die werden wieder ins Wasser geworfen. Südlich der Stadt Ochrid stoßen wir auf die Knochenbucht. Fundstätte einer 3000 Jahre alten Pfahlbausiedlung. Das Museum auf dem Wasser zeigt anschaulich, wie die Menschen damals gelebt haben. . 1997 entdeckte ein Taucher an dieser Stelle 6000 Pfahlreste, einige davon noch immer gut erhalten. Auch unzählige Knochen und einige Bruchstücke alter Keramiken zeugen vom prähistorischen Leben an diesem Ort. Der Zufallsfund vor knapp 20 Jahren bestätigt einmal mehr, dass dieser See noch viele Geheimnisse birgt und zu Recht seit 1979 zum Welterbe der Menschheit gehört. Das gilt auch für die Stadt Ochrid mit ihrer langen Geschichte. Die Illyrer gründeten etwa 800 vor Christus hier die Stadt des Lichtes. Später wurde sie zur Wiege der kyrillischen Schrift. Und bis heute ist sie einer der zentralen Orte der altslawischen Kirchenkultur. In Ochrid wird ständig an Altem und Neuem gebaut.
Historische Werke werden behutsam und nach überlieferter Handwerkskunst restauriert. Der Hügel Plaoschnik war das religiöse Zentrum Ochrids. Von dem im 9. Jahrhundert gegründeten Kloster ging die Verbreitung der kyrillischen Schrift und des orthodoxen Christentums aus. Die Überreste byzantinischer Basiliken zeugen von einer noch älteren sakralen Vergangenheit dieses Berges. Mehr als 70.000 Artefakte wurden in Plaoschnik bisher ausgegraben. Und immer wieder werden hier neue Entdeckungen gemacht. Mit 42.000 Einwohnern ist Ochrid die größte Ortschaft der Region. Die mittelalterliche Festung von St. Samuel ist eines ihrer Wahrzeichen. Neben ihrer reichen Geschichte ist die Stadt auch für ihre einzigartigen Perlen bekannt. Die stammen allerdings nicht aus Seemuscheln, sondern werden per Hand hergestellt. Michailo Filev ist Perlenmacher. Nur zwei Familien in Ochrid kennen die geheimnisvolle Rezeptur zur Herstellung der edlen Ochrid-Perlen. Michailos Familie ist eine von ihnen. Das Handwerk hat er von seinem Vater gelernt. Kleine Perlenrohlinge aus Perlmutt werden mit einer zähen, glitzernden Emulsion bestrichen. Je nach gewünschter Perlengröße mehrere Dutzend Male. Die Emulsion wurde aus gemahlenen Schuppen eines kleinen, nur im Ochridsee vorkommenden Fisches hergestellt. Das Rezept dafür? Streng geheim. Diese Flüssigkeit ist das Kostbarste an der Ochrid-Perle. Das heißt, aus dieser Masse besteht die Perle. Ohne sie gibt es sie nicht. Die Masse ist zubereitet nach alten Rezepten und Verfahren. Die Herstellungsschritte sind organische Prozesse, die miteinander verbunden sind. Es ist nichts aufgeschrieben, es gibt keine Vorlagen. Alles wird mündlich weitergegeben. So hat es mein Vater mir beigebracht und so auch sein Vater, also mein Großvater, ihm. Ab und zu hilft Nikola Filev seinem Sohn, der inzwischen in dritter Generation den Familienladen weiterführt. Zum Glück hat sich mein Sohn entschieden, dieses Handwerk weiterzuführen. Das macht er nun seit einigen Jahren sehr erfolgreich. Ich bin mehr als zufrieden. Er hat all die Erfahrungen übernommen und er wird sie an die nächste Generation weitergeben. Die Perlen werden zu Schmuck verarbeitet und im Familienladen verkauft. Die Perlenketten aus Ochrid begeistern auch viele Prominente. Selbst Queen Elizabeth und Lady Diana sollen sie getragen haben. Tina, hier habe ich ein wunderschönes Modell. Schau, wie es verarbeitet wurde. Diesem Armband und der Kette. Hängen Sie dort auf. Dort ist ein freier Platz. Wir verlassen den Ochridsee und fahren in den Norden, in den Mavrovo-Nationalpark. Er ist der größte Nationalpark Mazedoniens. Ein Gebiet mit den höchsten Gipfeln des Landes, dichten Wäldern und einer faszinierenden Flusslandschaft. Im Tal liegt der Stausee Mavrovo. Er versorgt die Gegend mit Elektrizität. Die geflutete Kirche erinnert an die Zeit, als hier noch ein Dorf stand. Zahlreiche glasklare Wildflüsse durchziehen die abwechslungsreiche Landschaft. Seit Jahrhunderten leben hier Mazedonier und Albaner, Orthodoxe und Muslime friedlich miteinander. Ihre Gotteshäuser stehen sich selbstverständlich gegenüber. Auf dem Hügel über dem Fluss Radica liegt das Kloster Sveti Jovan Bigorski. Das wichtigste orthodoxe Kloster Mazedoniens ist eine der bedeutendsten kulturellen Sehenswürdigkeiten des Landes. Auf dem Hügel gegenüber liegt Janče. Es ist eines der ältesten Dörfer Mazedoniens, bekannt für die unverwechselbare Architektur seiner Häuser. Die meisten von ihnen stehen unter Denkmalschutz, aber sie verfallen. Zu teuer, zu aufwendig die Reparaturen. Zu arm die Besitzer und der Staat. Steine, Erde, Stroh. Diese Häuser wurden nur mit natürlichen Materialien gebaut. Beste Beispiele für eine nachhaltige und kostengünstige Bauweise.
Tefik Tefikowski stammt aus dieser Gegend. 20 Jahre war er Bauunternehmer in Italien mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Vor 8 Jahren ist er in das Dorf seiner Vorfahren zurückgekehrt und hat gleich ein ehrgeiziges Projekt gestartet. Er will die alten Häuser retten. Mit der Erde aus der Gegend werden die Wände gebaut und verputzt. Ein gutes und preiswertes Material. Mit diesem Projekt hat Tefik Arbeitsplätze geschaffen und auch eine Grundlage geliefert, wieder Touristen in diese idyllische Gegend zu locken. Schau mal, du sollst breitere Kreise machen. Nimm noch Wasser und mach sie breiter. Ja, genau so. 3 Häuser hat Tefik bisher restauriert, traditions- und stilgerecht. Und dabei hat er ausschließlich das Material benutzt, das ihm die Natur liefert. Stein, Holz, Erde. Dieses Haus ist etwa 250 Jahre alt. Alles hier ist original. Faktisch ist das alles recyceltes Material. Alles altes Material, das im Haus schon mal verbaut wurde, das beim Aushub für die Erdplatte und den Keller ausgegraben und genutzt wurde. Die Menschen haben nichts von weit her genommen und sind auch nichts kaufen gegangen, sondern haben die Materialien verwendet, die sie schon hatten. Die Bewohner dieser Gegend leben vorwiegend von der Schafzucht. Die Graslandschaften der Hochalmen bieten ideale Bedingungen dafür. Als Mitbegründer der Slow-Food-Bewegung in Mazedonien ist Tefik auch um den Erhalt der traditionellen Lebensmittelherstellung bemüht. Regelmäßig besucht er daher die Schäfer auf der Alm. 5 Männer kümmern sich hier um mehr als 2000 Schafe. Sie gehören unterschiedlichen Besitzern. Von April bis Oktober bleiben sie mit den Tieren auf der Alm. Sie verarbeiten die Wolle, machen Käse. Tefik erklärt ihnen die Vorteile biologisch hergestellter Lebensmittel. Er unterstützt sie dabei, den Käse weiterhin auf traditionelle Weise, ganz ohne Zusätze, zu produzieren. Beim Gläschen Schnaps spricht Tefik über die vielen Wildkräuter, Beeren und Pilze, die hier überall wachsen. Damit könnten sich die Männer noch ein Zubrot verdienen. Aber heute kann er ihnen anderweitig helfen. Und jetzt brauchen wir noch Mörtel, um diese eine Seite zu machen. Nein, kein Mörtel. Mach es nicht mit Mörtel. Nimm Erde dafür. Wie kann man mit Erde verputzen? Manche Handwerker bauen mit Erde. Du baust nicht mit Erde, die Erde baut mit dir. Auf der Alm hat jeder der Männer klare Aufgaben. Während sich die 2 Schäfer um den Käse kümmern, bringen ihre Kollegen die Schafe auf die Weide. 2-mal am Tag, bei jedem Wetter. Bauen mit Erde hat in dieser Gegend eine lange Tradition. Für Tefik die beste Art überhaupt, Häuser zu bauen. Denn diese alte Technik ist nicht nur gesund, sondern auch extrem günstig. Das ganze Material liegt direkt vor der Tür und hier sogar gleich in richtiger Mischung von Lehm und Schlick. Diese Erde kann man benutzen, um Häuser zu reparieren. Man muss kein Geld für Material ausgeben und es auch nicht hierher transportieren. Die Erde ist ein thermisches Material, das gut warm-kalt isoliert, sogar wenn es feucht ist. Und das Wetter hier ist tatsächlich sehr feucht. Die Erde absorbiert die gesamte Feuchtigkeit. Alle Häuser wurden hier früher auf diese Weise gebaut. Doch das Wissen darum ist nicht mehr vorhanden. Tefik versucht, diese alte Tradition wiederzubeleben. Doch dazu benötigt er viel Überzeugungskraft.
Es ist so wie mit deinem Körper, verstehst du? Dein Körper atmet. Diese Erde atmet auch. Wenn du in so einen Raum kommst, wenn du dich am Abend hinlegst, dann schwitzt du. Das Wetter verändert sich, die Knochen tun dir weh. Die Erde, wie du siehst, saugt die Feuchtigkeit auf. So saugt sie auch bei dir negative Sachen auf. Die ausgegrabene Erde wird nur noch mit Wasser und etwas Sand vermischt und direkt auf die Wand aufgetragen. Dass es so einfach ist, macht die Männer erst recht skeptisch. Fühl es mal. Nein. Fühl du. Fühl doch. Nein, ich arbeite mit Käse. Meine Hände bleiben sauber. Ach, wegen Käse. Du musst es nicht so dolle draufwerfen, ist nicht nötig. Viele Menschen verlassen Mazedonien auf der Suche nach Arbeit. Die Dörfer verweisen, die Häuser verfallen. Tefik hofft, mit der Weitergabe seines Wissens dem Zerfall der Gemeinschaft entgegenwirken zu können. Mein Wunsch ist es, dass dieses kulturelle Erbe erhalten bleibt. Aber auch, dass Menschen sich ein Heim aufbauen können, wo sie friedlich leben können und nicht auswandern müssen. Dass sie bleiben und zusammenleben. Ökologische Häuser, artgerechte Tierhaltung, Lebensmittel in höchster Bioqualität. Für Menschen hier eine Selbstverständlichkeit. Dass es auch ein großer Schatz ist, von dem man gut leben könnte und der daher gepflegt und geschützt werden sollte, das ist Tefiks Mission. Wir verlassen Janče und den Mavrovo-Nationalpark. Unsere Reise führt uns weiter Richtung Osten. Ziel ist das Pelagoniental um die Stadt Prilep. Das Gebiet ist bekannt für seine felsdurchzogene Landschaft, für fruchtbare Erde und edle Steine. In den Ebenen und Senken von Pelagonien wird seit Jahrhunderten Tabak angebaut. Die Sorten zählen zu den besten auf dem Balkan. Verstreut liegen die eher verschlafenen Dörfer im Tal. Dazwischen immer wieder Felsenlabyrinthe, die wie einsame Riesen aus einer anderen Welt wirken. Die wahren Schätze dieser Region liegen allerdings unter der Erde. Das Gebiet ist bekannt für seine edlen Steine. Genau der richtige Ort für Dejan Škartov. Er ist auf der Suche nach einem ganz besonderen Edelstein, dem mazedonischen Rubin. Seit mehr als 60 Jahren wird in diesem Steinbruch Marmor abgebaut. Eine besonders reine Sorte, schneeweiß, fast ohne Verfärbungen oder Adern. Ein Rubin entsteht unter ähnlichen Bedingungen wie Marmor. Deshalb ist die Chance größer, hier einen zu finden. Mit besonderer Genehmigung darf Dejan ausnahmsweise direkt im Marmorsteinbruch nach dem seltenen Edelstein suchen. Edelsteine wie Rubine oder Diamanten stammen aus der Tiefe der Erde. Es sind Mineralien, die durch enormen Druck und sehr hohe Temperaturen ihre kristalline Form gefunden haben. Wenn sich Temperatur- und Druckbedingungen in bereits bestehenden Gesteinsschichten verändern, ist es möglich, dass mitten im Marmorblock ein Rubin oder Saphir entsteht. Der Rubin ist nach dem Diamanten das zweithärteste Gestein, das auf der Erde vorkommt. Es besteht aus dem Mineral Korund. Eine leichte Beimengung von Chrom verleiht ihm die rote Farbe. Heute haben wir großes Glück gehabt.
diese Felswand mit dem Rubin drin, die man uns gezeigt hat, ist super. Wir haben ein tolles Stück gefunden. Wir können den aus dem Felsen nicht herausbrechen, aber dieses Stück, das aus einem anderen Brocken herausgefallen ist, dieses Stück ist wirklich ein Glücksfall. Es hat eine ausgezeichnete geometrische Form. Es ist ein perfektes Sechseck. Mazedonien ist das letzte europäische Land, in dem es noch Rubinvorkommen gibt. Der mazedonische Rubin ist nicht so vollkommen und rein wie andere, aber dennoch einzigartig. Seit 15 Jahren sammelt und verarbeitet Dejan mazedonische Rubine zu Schmuck. Und er hat eine Vision. Er möchte diesen seltenen Stein zu einem Aushängeschild, zu einem besonderen Markenzeichen des Landes machen. Das wichtigste Merkmal ist, dass dieser Rubin aus Europa kommt. Alle anderen Rubine, die auf dem europäischen Schmuckmarkt gehandelt werden, kommen aus Asien oder Afrika. Der mazedonische Rubin hat eine spezifische, ungewöhnliche Farbe, Himbeerrosa. Diese unterscheidet ihn von allen anderen Rubinen aus dieser Klasse und von dieser Qualität. Meistens haben alle osteuropäischen Länder und wir auch nach Westen geschaut und gewartet, dass von dort Werte, Qualitätsmaßstäbe und auch Erfolgsrezepte kommen. Wir dachten, dass wir immer alles importieren müssen. Das hier ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass auch wir etwas haben, das wir der Welt geben können. Gleich hinter dem Marmorbruch auf einem Hochplateau beim Berg Slatovirv liegt das mazedonisch-orthodoxe Kloster Treskavets. Vater Kalest ist sein einziger Bewohner. Der Abt seiner Bruderschaft hat ihn hierher geschickt. Er soll den Wiederaufbau des verlassenen Klosters organisieren. Seit 10 Jahren lebt er ganz alleine hier und ist dankbar, an so einem besonderen Ort dienen zu dürfen. Das im 13. Jahrhundert errichtete Kloster gehört zu den am stärksten gefährdeten Kulturstätten der Welt. Nach einem verheerenden Brand 2013, der den kompletten Wohntrakt zerstörte, wurde nun endlich mit der Sanierung und Restaurierung der historischen Anlage begonnen. Das Zentrum des Klosters bildet die Kirche, die der Himmelfahrt der Heiligen Mutter Gottes gewidmet ist. Sie wurde im 14. Jahrhundert auf den Fundamenten einer 800 Jahre alten Basilika erbaut. Ihre Fresken gehören zu den wichtigsten Beispielen byzantinischer Malerei. Die Archäologen sagen aus Spaß, je mehr sie graben, desto mehr Fragen und weniger Antworten bekommen sie. Wir sind aber erst am Anfang der Untersuchungen. Bis jetzt hat Treskavets zum Beispiel als Kloster aus dem 14. Jahrhundert gegolten. Wir können aber bereits mit Sicherheit belegen, dass ein Großteil der Klosteranlage schon im 13. Jahrhundert in voller Funktion war. Genauso sollte anhand der Funde bewiesen werden, dass es ein kontinuierliches Leben von Mönchen hier seit dem 10. Jahrhundert gab. Drei Jahre sollen die Ausgrabungen und die Restaurierungsarbeiten im Kloster dauern. Nicht nur die Klosterkirche, auch alle Nebengebäude und der Hof werden Stein für Stein umgegraben, auf der Suche nach Zeugnissen der Geschichte. Die Mutmaßungen über das Alter dieses einst wichtigen Wallfahrtsortes sollen endlich auch wissenschaftlich belegt werden. Treskavets war und ist immer noch ein Anziehungspunkt für Besucher. Es ist ein magischer und doch unwirtlicher Ort, der auch viele Gefahren birgt. Die Tiere des Klosters sind für den Mönch nicht nur Gesellschaft, sie dienen auch seinem Schutz.
Das hier ist ein Königreich der Giftschlangen. Unser Kater schützt uns vor ihnen. Bei Winterspaziergängen auf dem Berg fühle ich mich einfach sicherer, wenn der Hund dabei ist. Der Berg und die Natur hier sind wirklich wunderschön. Aber er ist auch Heimat von Wölfen. Sie sind hier so etwas wie Haustiere. Nicht nur Gläubige, auch Abenteurer und Suchende kommen nach Treskavets. Dieser kontemplative Ort und die Gespräche mit dem charismatischen Priester sind für viele ein eindringliches Erlebnis. Treskavets bietet einem die Möglichkeit, die Welt aus der Distanz zu sehen. Wir sagen immer, der Ort, an dem man der Ruhe lauschen kann. Das Problem des modernen Menschen im 21. Jahrhundert ist die Vereinsamung in diesem schrecklichen Chaos von Menschen, von Ereignissen, in diesem Drunter und Drüber, in dem Wettbewerb gegen die Zeit. Die Menschen fühlen sich sehr einsam und sie lieben es, mit dem Einsiedler, der alleine auf der Spitze eines Berges lebt, über die Einsamkeit zu reden. Und wir finden uns irgendwo in der Mitte. Wer ist einsamer? Bin ich es auf dem Berg oder sind Sie es, die in diesem Chaos von Menschen und Ereignissen leben? Nördlich von Treskavets liegt Skopje, die Hauptstadt Mazedoniens. Historisierende Paläste und gigantische Statuen von Nationalhelden prägen das neue Stadtbild. Sie sollen der etwas gesichtslosen Metropole ein unverkennbares neues Profil verleihen. Die Geburtsstadt der Mutter Teresa ist ein Schmelztiegel christlicher und islamischer Kultur. Sie trägt byzantinische, slawische und osmanische Züge und ist Heimat vieler verschiedener Völker. Hier hat Dejan Škartov seinen Laden, der mazedonische Rubin. Doch bis der edle Stein ein Schmuckstück zieren kann, ist es ein langer Weg. Das ist das Problem mit dem mazedonischen Rubin. Das bringt jetzt nicht viel. Hier sind sie, diese Adern. Jetzt muss ich ihn nochmal durchschneiden, mehr in diese Richtung. Vielleicht werden die Adern kleiner und verschwinden, aber vielleicht werden sie auch größer. Man weiß nie, wie so ein Stein im Innern aussieht. Also los, noch einmal. Mit Geduld kommt man weiter. Es macht viel Arbeit und es gibt viel Ausschuss, bis ein perfekter Stein ein einzigartiges Schmuckstück ziert. Auch das muss Dejan bei seiner Kalkulation berücksichtigen. Eine der Grundeigenschaften von diesem Stein ist, dass er der härteste Stein nach dem Diamanten ist. Nach der Mohs'schen Härteskala ist der Rubin bei 9 und er ist schwer zu verarbeiten. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, wie geht's? Gut, und selbst? Hallo, die Damen. Was möchtest du aus diesem gemacht haben? Sternchen. Also nur die Rubine? Nur die Rubine, aber wenn es geht, bis heute. Natürlich geht das, für dich immer, gar kein Problem. Für seine Rubine lässt Dejan in der Werkstatt von Meister Adnan besondere Schmuckstücke anfertigen. In traditioneller Filigrantechnik. Ein altes Kunsthandwerk, das in jedem der Balkanländer eine spezifische Ausprägung hat. Super.
Unsere Balkan-Expressreise führt uns weiter in den Südosten ins Tal des Vardar. Seit der Antike ist der Fluss die Hauptverkehrsachse Richtung Griechenland. Die Region ist bekannt für bedeutende archäologische Funde und für ausgezeichnete Weine. Das grüne Tal des Vardar mit seinen felsdurchzogenen Hügeln ist die wichtigste Lebensader Mazedoniens. Am Mittellauf des Vardar liegt das bedeutendste Weinanbaugebiet des Landes. In der fruchtbaren Tikvesh-Ebene wurde bereits im 13. Jahrhundert vor Christus Weinbau betrieben. Das belegen historische Funde. Das Weingut Popova Kula nahe der Stadt Demir Kapija ist dagegen sehr jung. Vor 10 Jahren gegründet, verschreibt es sich der Kultivierung alter Rebsorten vom Balkan. Einige davon waren fast ausgestorben, wie die autochthone Rebsorte Stanushina. Dank Popova Kula gibt es heute wieder Weine, die womöglich schon die alten Griechen und Römer getrunken haben. Die Önologin Ekaterina Gargova hat schon in Kalifornien und Australien gearbeitet. Seit 3 Jahren ist sie in Popova Kula. Sie hat sich vorgenommen, die Balkanweine aus ihrem Schattendasein zu befreien. Die Weinexpertin ist vom großen Potenzial dieser besonderen Rebsorten überzeugt. Ich wünsche mir, dass der Balkan eine anerkannte Weinregion wird. Es gibt so viele seltene Weinsorten hier im Osten. Die sind viel seltener als ein Cabernet, Merlot oder Chardonnay, diese berühmten europäischen Reben. Alle diese lokalen Rebsorten sollten auch auf der ganzen Welt bekannt werden. Ekaterina kreiert und perfektioniert die Weine von Popova Kula. Mazedonische Weine haben es noch immer schwer international, da das Land kein EU-Mitglied ist. Es gilt auch, alte Vorurteile auszuräumen, denn die Balkanweine sind besser als ihr Ruf. Damit man einen Wein versteht, muss man das Land kennenlernen. Man muss über die Geschichte und Tradition der Weinherstellung Bescheid wissen. Ich glaube, das wird passieren. Diese Weine werden selbstbewusst und gleichberechtigt neben den anderen Weinen Europas stehen können. Das Weingut Popova Kula ist inzwischen eine Aktiengesellschaft. Mit 23 unterschiedlichen Weinen von höchster Qualität ist das Unternehmen gut aufgestellt. Es gibt Unterkunftsmöglichkeiten auf dem Weingut, Führungen, Seminare und natürlich regelmäßig Weinproben. Es wird intensiv daran gearbeitet, eigene, aber auch Balkanweine im Allgemeinen bekannter zu machen. Außerdem ist die Stanushina eine autochthone mazedonische Sorte, die man nur hier antrifft, die nur in der Region Tikvesh vorkommt. Damit ist es etwas sehr Einzigartiges, sowohl für Mazedonien als auch für Europa und für die ganze Welt. Die Region Tikvesh ist eine fruchtbare Gegend. Die Mischung aus mediterranem und kontinentalem Klima schafft ideale Bedingungen für den Obst- und Gemüseanbau. Das Leben in den wenigen verstreut liegenden Dörfern folgt noch einem ganz eigenen, langsamen Rhythmus. Die
heute so idyllische Gegend war einst von strategischer Bedeutung. Die Wege verschiedener Kulturen und Zivilisationen kreuzten sich hier. Jeder hat ihre Spuren hinterlassen. Mazedonien ist heute eine der Regionen mit den meisten archäologischen Fundorten Europas. Die größte und wichtigste Ausgrabungsstätte befindet sich in Stobi. Die Stadt wurde von den Paioniern gegründet und im 4. Jahrhundert vor Christus von Philipp II., dem Vater Alexander des Großen, erobert. Unter den Römern entwickelte sich die Siedlung zur größten Stadt der Region. Nur ein Drittel der einst riesigen antiken Anlage ist bisher freigelegt. Gearbeitet wird an jeder Ecke. Tome Filov ist Konservator und verantwortlich für die Restaurierung der Bodenmosaike. Wir müssen das Mosaik herausnehmen, weil es in einem sehr schlechten Zustand ist. Es sind sehr viele Sprünge da, viele Unebenheiten und Vertiefungen, also Bodeneinsenkungen. Das ist das eine. Der andere Grund ist, dass vermutet wird, dass unter diesem Mosaik, also so 20 bis 30 Zentimeter darunter, sich wohl noch ein weiteres Mosaik befindet. Das Herausnehmen eines Mosaiks ist extrem schwierig und ist eine große Verantwortung. Tome Filov gehört zu den besten Konservatoren des Landes. Fast 20 Archäologen und Konservatoren arbeiten in Stobi an unterschiedlichen Projekten. Der Konservierung der Bodenmosaike, der Restaurierung der Tunnelgänge am Theater, zurzeit verstärkt auch an den Ausgrabungen der Nekropole westlich der Siedlung. Unter Anleitung von Dimitar Nikolowski legen die Arbeiter vorsichtig die Reste alter Gräber frei. Was muss ich hier genau machen? Also die ganze Keramik, Griffe und solche Sachen, Knochen legst du auf die Seite. Also Knochen auf die eine Seite, Keramik auf die andere und so weiter. Regelmäßig besucht Wasilka Dimitrovska die Ausgrabungsstätten im ganzen Land. Sie ist Archäologin und Bloggerin und berichtet regelmäßig über neue Funde und Entdeckungen. Sie will mit ihrer Arbeit auf Mazedoniens außerordentlichen archäologischen Reichtum international aufmerksam machen. Das auf der Seite werden wir entfernen, damit wir sehen, ob es darunter eine weitere Grabstätte gibt. Das kommt nicht selten vor. Eigentlich passiert es recht häufig, dass eine Grabstätte in die andere übergeht. Und so kann man es viel leichter untersuchen. Ach ja, eine mehrschichtige Nekropole sozusagen. Ja, genau. Archäologe in Mazedonien zu sein, ist ein Traum. Wir haben das Privileg, an einer enormen Vielzahl von archäologischen Städten arbeiten zu können. Auf einer Karte von 1996 sind auf dem Gebiet der Republik Mazedonien mehr als 5.500 Ausgrabungsorte registriert. Und diese Zahl steigt stetig weiter. Wir verlassen Stobi. Das letzte Ziel unserer Reise liegt im äußersten Südosten des Landes, an der Grenze zu Griechenland. Der Doriansee ist der kleinste des Landes und bekannt für seinen Fischreichtum und die heilende Wirkung seines Schlamms. Der Doriansee gehört je zur Hälfte zu Mazedonien und Griechenland. Er ist sehr seicht, an seiner tiefsten Stelle gerade mal 10 Meter tief. Trotzdem ist er einer der fischreichsten Seen Europas und bietet auch anderen seltenen Tierarten einen optimalen Lebensraum. Ein idyllisches Fleckchen Erde, das vor allem im Frühling und Herbst seine ganze Schönheit entfaltet. Jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht, holt Snežana Maneva ihre Netze ein. Die Fischerei und der See sind ihre große Liebe. Vor ihrer Arbeit in einem Bauunternehmen nimmt sie sich die Zeit, auf den See hinauszufahren, auch wenn es meistens sehr früh ist. Dafür wird sie mit reichlich Fisch und einer einmaligen Atmosphäre belohnt. Er ist klein, aber er hat eine reiche Flora. Es gibt genug Futter für die Fische. Der Dorian ist meiner Meinung nach eine natürliche Laichstelle.
Also ein Platz, wo der Fisch sich natürlich vermehrt. Und deshalb gibt es so viele davon. Snežana ist eine Ausnahme, denn es gibt kaum Fischerinnen in Mazedonien. Die ersten Jahre hat man mich nicht ernst genommen. Aber im Laufe der Zeit hat sich das geändert. Heute sagen die anderen Fischer, oh, wie geht es dir, Kollegin? Wir reden miteinander, helfen uns auch gegenseitig. Wenn Snežana zum Fischessen einlädt, kommen alle gerne. Sie bereitet den Fisch auf traditionelle Art zu, mit viel Gemüse und Kräutern. Das Besondere? Der Fisch wird auf Schilf gegrillt. Diese Spezialität wird vorwiegend mit kleinen Fischsorten zubereitet, da sie auf die halbierten Schilfhalme passen müssen. Nimmt man das Schilfrohr von der inneren oder von der äußeren Seite? Von der äußeren Seite. Zuerst muss man das Schilfrohr 48 Stunden ins Wasser legen, sonst verbrennt es. Und deshalb tust du es ins Wasser und jetzt wirst du sehen, wie wir es grillen werden. Das Schilf verleiht den Fischen einen besonderen Geschmack. Diese Art, den Fisch zuzubereiten, das machen wir hier seit langer Zeit so. Höchstwahrscheinlich wegen des Klimas, wegen der Lebensart. Deshalb gibt es diese Art nur hier. Soviel ich weiß, wird der Fisch so nirgendwo anders zubereitet. Snežana beherrscht und pflegt noch die traditionelle Art der Fischzubereitung. Gerne gibt sie ihren neugierigen Gästen wichtige Tipps, worauf sie dabei achten sollen. Mazedonien ist ein kleines Land im Herzen des Balkans. Ein Land mit reicher Geschichte, viel ursprünglicher Natur und ungemein freundlichen Menschen. Ein Land, in dem man die Ruhe noch hören kann.